Ich heiße Henning Lühr, ich bin pensionierter Beamter inzwischen, habe in vielen Stationen in meinem Leben gearbeitet. Ein Jahr zum Beispiel in Nicaragua, in der Partnerstadt von Bremen, ein Jahr in Amerika. Da war aber die Verwaltungsprofession, die ich gelernt hatte, nicht so gefragt, eher mein Talent als Fußballspieler und als Koch. Also hallo erstmal, ich bin Celine Schmidt-Hamburger. Ich studiere hier im Master Stadt- und Regionalentwicklung und ja, mache sonst nebenbei noch allerhand anderes. Genau, und freue mich jetzt, dass wir uns austauschen können über die Uni damals und heute. Ich bin damals in der Gründungsphase an die Uni gekommen, 1972, und war erstmal erstaunt, weil ich auch vorher eine Verwaltungsausbildung gemacht habe, als Diplom-Verwaltungswirt, und dann die Bremer Uni, so aus der Lüneburger Provinzverwaltung, nach Bremen kommt. Aber es war eine gute Erfahrung, also habe ich viel davon profitiert. Und dann wollte ich nie wieder in die Verwaltung und bin aber letztlich doch in der Verwaltung gelandet. Ja, und was hast du dann studiert hier? Ich habe hier Geschichte, BWL und Rechtswissenschaften studiert, also diese einphasige Juristenausbildung. Und ich hatte vorher die Nase ziemlich voll von juristischen Inhalten, weil das immer sehr trocken und sehr auslegungsbezogen war, sehr staatstragend. Und hier habe ich nochmal einen anderen Zugang zum Recht gekriegt. Schön, das war ja auch so ein bisschen so ein Teil dieser Reform-Uni-Geschichte, ne? Ja, es hat ja einen großen Verfassungsgerichtsprozess über die Bremer Juristenausbildung gegeben, und die klageführende CDU hat ja gesagt, das sind Experimente an lebenden Menschen, aber bei mir ist das Experiment gelungen. Ja, und jetzt retten Sie die halbe Stadt gerade. Ja, so schlimm ist nicht. Mama mia. Ja, Geburtstag, Uni Bremen, hier ist ein Geschenk. Sollen wir mal reingucken? Ja. Ich halte und du ziehst? Oder? Ja, oder gemeinsam. Ah, jetzt haben wir den Knoten festgemacht. Ja, gut. Vielleicht. Wie schön, wir hätten doch was Praktisches studieren sollen, dann, ja. Also Physik oder. Ah, ich glaube, jetzt geht sie schon auf. Perfekt. Ich glaube, wir müssen blind reingucken. Wer soll anfangen? Darf ich eins nehmen? Ja, klar. Lieblingsort an der Uni war die Cafeteria im GW2, weil das schon morgens der erste Treffpunkt war, dann in jeder Pause zwischen den Lehrveranstaltungen und dann hinterher nochmal einen Kaffee zum Mitnehmen. Die hatte damals immer bis 18 Uhr geöffnet und war im Grunde genommen so die zweite Heimat. Ja, voll. Also es war bei uns auch so, jetzt vor Corona natürlich. Auch ein sehr zentraler Ort. Die ist ja relativ neu renoviert jetzt worden, ne? Wie sah die denn vorher aus? Ja, es war topmodern, also eingerichtet, aber durch diese verschiedenen Ebenen hat das auch dazu geführt, dass die verschiedenen politischen Gruppierungen sich auf verschiedenen Etagen etabliert hatten. Und auch wenn man persönlich Leute ganz gut konnte oder sogar mit denen eng befreundet war, musste man immer aufpassen, dass man dann doch zu seinem Heimathafen gefunden hat. Dass man am richtigen Tisch sitzt. Ja. Ich habe mal gehört, dass es ab und an auch so in den letzten paar Jahren Partys gab in der Cafeteria. Gab es das damals auch schon? Ja, also man konnte die Cafeteria dann quasi für abends mieten. Also dann wurde was bereitgestellt, aber im Studiengang Juristenausbildung hatten wir eine Reihe von interessierten, guten Köchen, die das gemacht hatten. Also bei uns war zum Beispiel ein Kommilitone, der Koch im Parkhotel gelernt hat und dort die ganze Soßenküche organisiert hat. Da hatten wir einfach die besten Salate und unsere Fäden wurden am besten besucht. Ja, das ist klar. Also wir mussten uns dann nicht mit Brötchen hinstellen lassen, sondern wir haben das dann selbst organisiert auch. Und dann richtig kredenzt. Schön, sollen wir mal weiter? Ja. Ich glaube, dann würde ich mal ziehen und leg den Deckel mal weg. So, Uni-Alltag. Was fällt dir dazu ein?
Das ging los, wenn man zu Hause losgefahren ist, dass man dann in derselben Straße wohnte, noch eine Wohngemeinschaft, wo zwei Kommilitonen war. Und dann haben wir da geklingelt, dann war der natürlich nicht fertig. Dann haben wir den damals bekannten Gassenhauer und Schlager gesungen, oh, wann kommst du? Und dann sind wir mit dem Fahrrad hier schnell zur Uni gefahren. Und bei den Juristinnen und Juristen waren die Preise irgendwie verdorben. Also weil wenn 8 Uhr Frühveranstaltungen waren, dann fingen die Professoren auch um 8 an mit der Veranstaltung und nicht mit dem akademischen Viertel. Und das war aber eine ganz spannende Zeit. Zumal in einem Studienjahr waren 90 Kommilitoninnen und Kommilitonen und da drei parallele Lehrveranstaltungen. Und dann hat man immer so mit 25 Leuten zusammengesessen. Keine Vorlesungen im großen Stil. Also meine Nichte hat hier später mal Jura studiert. Die war mit 250 angefangen. Ja, ja. Die saß in Riesenveranstaltungen. Also bei uns war das sehr auf Austausch ausgerichtet und man denkt, ja, alles angenehm und gutes Familienleben, aber es war nicht so, es war sehr arbeitsintensiv, weil man natürlich ständig auch in der Situation war, sich produzieren zu müssen. Ja klar, das ist ja viel anonymer heutzutage und ja, stelle ich mir jetzt auch so vor, wurde damals noch geraucht? In den Lehrveranstaltungen gab es immer Auseinandersetzungen, ob geraucht werden durfte oder so. Manchmal hat sich auch eine Rauchergruppe dann gefunden, also geraucht werden durfte. Aber dann war eben, wenn jemand das nicht wollte, also Persönlichkeitsschutz, das lernt man ja als Juristin oder als Jurist schon im ersten Semester. Und wer denn das Grundgesetz kennt und fest darauf steht, kann das natürlich auch reklamieren. Ich weiß gar nicht, wie jetzt dieser Uni-Alltag sich so großartig geändert hat. Also heutzutage ist es, glaube ich, schon so, dass wir hier in dem Master auch eher kleinere Seminare haben, wo wir auch viel diskutieren. Und das ist, glaube ich, außer das Rauchen immer noch ähnlich. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch gerade so im Vergleich zum Bachelor, wo das ja auch viel so Großveranstaltungen sind und so, eigentlich relativ ähnlich, nur dass es, glaube ich, alles ein bisschen digitaler geworden ist wahrscheinlich. Und welchen Eindruck ich auch noch habe, ist, dass, aber keine Ahnung, das können wir vielleicht rausfinden, ich so den Eindruck habe, dass viel mehr Leute heutzutage noch arbeiten neben dem Studium und dementsprechend eben nicht mehr so vollblutmäßig studieren können und sich dann, wie man sich das so vorstellt, den ganzen Tag bis spät in die Nacht beim 12. Bier über irgendwelche sozialkritischen Theorien austauschen. Weiß ich gar nicht, wie war das denn damals? Haben da viele Leute auch nebenbei noch gearbeitet? Schon, also ich habe immer in den Semesterferien voll gearbeitet und die Prüfungen waren aber auch so getimt, dass man dann zum Ende des Semesters jeweils die Prüfungen auch abgelegt hatte oder eine Woche auslaufen, während das ja jetzt auch gestückelt ist in das Semester. Das hat letztlich dazu geführt, dass viele Leute jetzt auch in der Woche arbeiten müssen. Und ich habe das Glück gehabt, damals so ein Stipendium für den zweiten Bildungsweg zu bekommen, von der Hans-Böckler-Stiftung. Das ist so eine Gewerkschaftsstiftung, die politisch engagierte Leute fördert. Und das war immer eine ganz gute Sache. Also dann hatte man so einen Grundstock, mit dem man einigermaßen zurechtkommen konnte. Das Arbeiten in Semesterferien war dann eher eine Orientierung, also so, wo man nochmal das Auto bezahlen konnte oder die Versicherung und was sonst so anlag. Ja, okay. Und dass man sich dann aber im Semester schon sehr einlassen konnte, auch auf die Inhalte. Weil den Eindruck habe ich manchmal nicht mehr so doll, dass es eher auch um so Qualifikationserwerb geht und weniger um wirklich die Auseinandersetzung mit der Materie. Das kann ich gut verstehen. Also das ist auch hinderlich für so einen Lernprozess. Ja. Größter Nerv an der Uni. Oh. Das war die Bibliothekssituation damals. Und obwohl ich politisch durchaus engagiert war in eine Richtung, aber eher nicht zu anarchistischen Grundtendenzen neigte. Wir haben mal eine ganze Nacht die Fachbereichsbibliothek bei den Juristen besetzt, mit Professoren zusammen, also 150 Leute, hatten auch was zu essen mitgebracht. Das war ja schon Fauxpas, weil man... War der Koch wieder dabei aus dem Parkhotel? Ja, Brote und ein bisschen Salat und so. Aber nicht getrunken, sondern wir haben richtig gesagt, wir brauchen auch die Zeit zur Examensvorbereitung. Also das war ein großer Nerv mit
der Sache, also dass man immer das Problem hatte, bis wann kann man die Bibliothek benutzen? Also weil die Fachbereichsbibliotheken, wenn die um 16:30 zugemacht haben, das ist heute schon anderer Service da, wenn man auch am Samstag hingehen kann, glaube ich, das müssen Universitäten auch gerade bei der veränderten Klientel von Studentinnen und Studenten anbieten. Ja, also ich habe vorher in Leipzig studiert, habe da meinen Bachelor gemacht und da gab es so eine 24-7-Bibliothek, wo man quasi immer hingehen konnte. Und da war das für mich hier schon irgendwie nochmal eine Umstellung, ne? Also vor allem, weil Campus-Uni kann man halt nicht nochmal schnell hin, wenn man nicht hier wohnt, was ich nicht tue. Und aber dass man da ja auch, ich glaube, um 8 oder so wieder raus muss und oder keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, schon so lange her mit Corona und so. Aber das fand ich auf jeden Fall auch. Finde ich auch ein bisschen umständlich. Und was ich aber richtig nervig finde, ist die Situation, dass wir aktuell, ich glaube, 4 verschiedene Karten haben, die die ganzen Bereiche hier abdecken. Also es gibt eine Mensa-Karte, es gibt eine Bibliothekskarte, es gibt noch irgendwie einen Studiausweis und ein Semesterticket. Und das muss man immer alles dabei haben. Und das Portemonnaie ist ganz dick. Und es kursiert irgendwie so dieses Mythos, dass es irgendwann mal eine Abstimmung darüber gab, dass die Studierenden gerne für alles eine Karte haben wollen. Aber niemand weiß, wer das tatsächlich war. Und das nervt immer ein bisschen, weil die auch alle unterschiedlich ablaufen und man die immer verlängern muss. Das ist ein bisschen nervig. Aber was ich mich auch noch gefragt habe, und zwar, man hört ja immer wieder von so Leuten, die dann Nummern auf ihrem Platz finden von anderen Leuten. War die Bibliothek damals auch schon so eine Datingbörse? Weil man verbringt ja sehr viel Zeit dort. Nee, war eigentlich. Das war dann woanders. Ja, nee, das war ja eine kleine Universität, als ich hierher gekommen bin. Waren keine 1000 Studenten und da kannte man sich einfach. So, ich glaube, das ist dein Thema, Uni und Politik. Ja, ich finde Hochschulpolitik wichtig und das nicht nur als Wissenschaftspolitik, sondern welche Bedeutung hat eigentlich Wissenschaft für die Entwicklung der Gesellschaft, ne? Und diese Ausdifferenzierung mit dem Bologna-Prozess, das war ja einmal ein Optimierungsprozess von Lernen und Zerstückelung von Stufen und auch eine Output-Orientierung an den Hochschulen. Auf der anderen Seite hat das aber auch eine Orientierung, also so ein Masterstudiengang, den du studierst, in dieser speziellen Ausrichtung, da musste man früher schon jemanden finden, der eben Politikwissenschaft oder Geografie studiert hat. Wir haben übrigens immer sehr viele Geografinnen und Geografen in der Verwaltung eingestellt, weil die einen guten Überblick haben über das Leben und wie sich auch Sachen entwickeln. Und das war eigentlich ein ganz spannender Vorgang. Ja, also ich finde auch, dass es super wichtig ist. Ich finde es auch super wichtig, dass viele Studierende sich engagieren in der Hochschulpolitik und eben auch genau so Aushandlungsprozesse auch eingehen und wo dann halt auch mal verschiedene Studierende aus verschiedenen Studiengängen, ne, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, so ein bisschen sich auch mal reiben und Sachen aushandeln und ja, dass die halt einfach eine gewichtige Stimme haben bei der Mitgestaltung, was total wichtig ist. Finde ich auch super. Ja, also ich habe auch ehrlich gesagt gar kein Argument, warum ich das nie gemacht habe. Hätte ich mal machen sollen. Aber die zeitlichen Ressourcen sind begrenzt, nicht wahr? Dann haben wir 50 Jahre Universität Bremen. 50 Jahre Bremer Universität, da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil sich hier viel getan hat. Und auch wenn das nicht immer ein gutes Lebenselixier ist, doch auch bestimmte Strukturen erhalten geblieben sind, also die damals auch für die Geburt und auch den zähen Prozess des Aufwachsens der Universität maßgeblich waren, dass das prägende Elemente geblieben sind. Ja, Uni Bremen, herzlichen Glückwunsch, 50 Jahre. Das Schöne ist, dass Henning und ich uns jetzt kennen und eben verbunden sind über diese 50 Jahre Uni Bremen. Mach weiter so, bleib wie du bist. Werd vielleicht ein bisschen schöner noch, aber inhaltlich weiter so. Alles super. Vielen Dank für die gute Zeit. Thank you.